Moin Moin Leute, heute zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe von eigenen Systemprogrammen die Geschwindigkeit eurer Festplatten messen könnt. Hier habe ich erstmal zwei Festplatten, einmal Laufwerk C und Laufwerk D. Die möchte ich jetzt gerne messen. Jetzt möchte ich zum Beispiel auf einer der Festplatten mein Betriebssystem installieren und möchte gerne wissen, auf welcher Festplatte schneller gebootet wird. Als erstes erstelle ich ein Dokument, das nenne ich Festplattentest. Und gebe dort einige Befehle ein. Als erstes kommt der Befehl winsat, dann disk -seq -write -drive für das Laufwerk. Und jetzt wollen wir Laufwerk D mal prüfen. Dann drehe ich das Ganze, oder dann gebe ich den Befehl Pause ein, damit das Ganze stehen bleibt und dann wird wir das auch sehen können, was denn da überhaupt gemessen wurde. So, dann können wir auch als erstes schon einen d.bat, um eine Batch-Datei zu erstellen. Da ist sie auch schon im Hintergrund. Dann wollen wir noch das Ganze mit c machen und nennen das Ganze c.bat. So, das wäre auch schon alles. Da sind unsere beiden Batch-Dateien. Die beiden Dateien müssen wir als Administrator ausführen und messen einfach mal die Festplatte, die Geschwindigkeit der Festplatte. In dem Fall haben wir 221,94 MB pro Sekunde. Und bei der auf Laufwerk D, da haben wir eine Geschwindigkeit von 195,67 MB pro Sekunde. Ist schon ein mächtiger Unterschied. Na gut, Laufwerk C ist auch eine SSD-Festplatte. Macht also einiges aus. Das ist auch tatsächlich die Festplatte, auf der ich mein System habe. So, wichtig dazu ist noch zu sagen, dass es sich hierbei um die Schreibgeschwindigkeit handelt, weil wir da auch das Write sehen. Und wenn wir die Lesegeschwindigkeit ermitteln wollen, dann müssen wir einfach das -write in unserer Batch-Datei durch ein -read ersetzen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und ihr müsst jetzt nicht extra irgendwelche Software herunterladen, um die Geschwindigkeit eurer Festplatten zu prüfen. Das ist natürlich die schnellere Variante. Man muss es halt einfach nur wissen. Bis bald!